diese Maschine, was andere Maschinen einfach nicht können? Sie kann verfahrenstechnisch sich auf das Material einstellen, was gewünscht ist. Das heißt, ich kann die Verfahrenstechnik beeinflussen durch Neigung der Schwingwinkel der Ellipse. Das kann ich gerne vorführen. Jetzt, Sie sehen, das Material befindet sich jetzt am anderen Ende. Jetzt mache ich was, was eigentlich keinen Sinn macht. Ich lasse das nämlich einfach rückwärts laufen, nur damit das Prinzip mal klar wird. Ja? Okay. Man sieht also... Das geht ganz schön schnell auf. Das kommt jetzt schnell auf Sie zu. Und das ist natürlich eine Aktion, die kein Mensch im normalen Betrieb macht, sondern ich habe eine Förderrichtung, wo das Material hinlaufen soll. Wofür habe ich diese verschiedenen Neigungswinkel? Wir haben Kunden, die unterschiedliche Brecher haben. Ja? Diese Brecher werfen unterschiedliches Korn aus. Die Absiebung muss aber gleich sein. Das heißt, dort wird also die elektronische Siebmaschine über die Steuerung mit dem Brecher gekoppelt und es kommt immer das gleiche Produkt raus.